Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer ersten Runde Ender Games mit der Jodi und dem lieben Liscario. Hallo. Hallo. Wusste gar nicht, dass ich so einen Bindestrich im Namen habe. Ja, Liscario. Sowas wie Super Mario, weißt du? Dasselbe. Genau. Wir spielen Ender Games, wer das Spiel nicht kennt, man wird geportet, man läuft ein bisschen wie bei Survival Games, irgendwie auf der Suche nach Kisten. Ganz anders als Survival Games. Und die Endertruhen verarschen einen auch, wo es nur geht, weil irgendwie verschwinden die Sachen aus dem Inventar da oder aus der Kiste und so. Und wir können abbauen. Das ist ja ein bisschen das Geile. Du kannst hier ein bisschen besser aussehen mit, ne? Was kann man jetzt Schönes machen? Ja, zuerst brauche ich mal die zwei Diamanten, die da drin. Was? Der hat mir geklaut. Drei Diamanten. Ja, cool, der hat mir die Diamanten geklaut. Ah, egal. Vielleicht weiß ich es ja auch. Da gibt's Ender-Chests, die man finden muss, die porten sich aber auch weg, beziehungsweise auch die Items in den Ender-Chests porten sich herum. Hat man auch gerade irgendwie, glaube ich, bei euch irgendwann sieht man das sowieso. Ey, Kolossi, danke. Ah, oh, Mann, jetzt hast du mir das Eisen geklaut. Hä, hey, bist du das? Ja, klar, ich habe mich umbenannt. Ich heiße Pulli irgendwas. Buffy. Ja, gut, dass du sagst, ey. Sonst sterbe ich noch gleich. Oh, ich kann ihn töten. Ich laufe wieder mal hinter dir her. Was hast du genommen für ein Kit? Bomber, ja. Also lauf dann lieber, lieber nicht hinter dir her. In meinen Angriffen hinterher. Da ist Kalossi und aber da bist du das. Du bist Buffy-Dings. Ich bin Buffy der V-Gedöns, ja. Und es gibt Obsidian-Blöcke, die müsst ihr rechtsklicken. Dann genau, bekommt ihr nämlich, da wird man Speed, ne? Genau. Und was man den geilen Trick verraten, weil viele Typen sind einfach so geil bei Ender Games und denken, guck mal, ich baue mich einfach ganz nach oben und dann, wenn er geportet wird, dann fliegt er voll auf die Fresse. Aber, liebe Leute, anscheinend gibt es einen coolen Trick. Man kann nämlich, der ist schon tot. Alter, voll, ich bin tot. Den Wassereimer, willst du jetzt erzählen? Er ist tot. Nee, kein Wassereimer. Von hinten kam, es sind vier Leute einfach hier. Ja, das ist einfach mal vier Leute hier. Was ist das denn für eine Scheiße gewesen? Vier Leute. Naja, auf jeden Fall, du kannst ja von oben runterspringen und dann aber sneaken, dann bekommst du irgendwie nur maximal 5 Herzen Schaden oder so. Aber nur wenn du Schuhe anhast. Soll ich das Kario töten? Ja. Nee, kein Betrayen hier. Guck, wie du da oben stehst, assassinenmäßig. Kalossi, geh weg! Kalossi! Jetzt bin ich schon... Nein! Oh, Gott. So, er ist tot, passt. What? Ja, ich hab gewonnen. Du hast gewonnen? Ja, klar. Nee, jetzt zumindest gegen ihn. Ja, Alter, ich hab ein Diamantschwert, ja geil. Ich hatte auch schon Diamantschwert. Von hinten kam so ein Pisser an und meinte mich hinten schön da sein Schwert schön reinstecken zu wollen. Da benutzt man den Tracker, yo. Man benutzt den Tracker. Wo ist denn der Typ? Ich sehe ihn nicht. Oh Mann, ey. Was für ein Tracker. Ach, das fickt mich jetzt schon wieder an, weißt du? Du bist halt einfach schlecht. Da waren einfach mal drei Leute. PvP ist nichts für dich. PvP ist echt nichts für mich. Nee, aber... Nee. Ey, so schlecht ehrlich. Ist das ja nicht. Das kostet mich jetzt gerade. Es kamen drei von hinten nochmal an, ey. Das ist echt. Nein! Nein, ich bin auch tot! Ha, ja, wir sind alle einfach sterben. Schlecht, oh mein so, Gott. So, guck ich mal irgendwo hier. Wo ist denn Jodi hier? Wo ist denn Jodi? Hättest du Liscario und nicht mich? Nee, ich hab gerade irgendwie Cry irgendwas spectated. So. Nee, guck mal, das ist Lissy. Hallo! Lissy! Hallo! So. Guck mal, siehst du meine Partikel, wenn ich falle hier? Ups. Warte mal, nee. Nein, sehe ich nicht. Aber ich sehe das, wenn ihr was abbaut. Jetzt bin ich geportet worden. Einfach. Oh ja, stimmt. Ja, das Porten ist eine geile Sache eigentlich. Es kann zu geilen Situationen führen. Und Team kann man... Oh, da bin ich gestorben. Deswegen eigentlich nicht so wirklich. Guck mal, bleib mal kurz stehen. So. Oh, pass auf, von oben. Ja. Geh weg. Ich werf mich in den Pfeil. Dann wirst du hochgedingst. Ja, egal. Ist mir nur egal. Wusch doch nicht. Hey, hier war ich doch gerade eben schon. Meine schönen Blumenwiese. Oh, wie grün es hier aussieht. Voll die schöne Wiese. Ja, der ist immer noch da. Ich bin nicht einfach tot. Die hat Dom für dich gemacht, die Blumenwiese. Oh. Und da ist sie tot. Schade. Alter Vater, ey. Ja, vier Minuten ever. Aufnahme. Ja, vier geil. Minuten Aufnahme. Hammer geil. Ja, hammer geil. Ich würde sagen, wir nehmen einfach nochmal auf. Ja, wir nehmen nochmal auf und dann aber beim Liscario auf dem Kanal. Genau. Eine 4-Minuten-Aufnahme, ist das so ernst? Ja, easy going. Ja, ey, das sind die geilsten Videos, ganz ehrlich. Was? Ja, ob jetzt 4 Minuten oder 15 Minuten, ist doch vollkommen egal, ey. Dann können die Leute halt... Ein zweites Video angucken von uns. Wenn ihr das jetzt guckt, liebe Leute, dann habt ihr bestimmt Mittagessen und einen Snickers in der Hand, dann habt ihr den Snickers auch in 4 Minuten aufgegessen, dann passt es doch wieder. Ja. Dann könnt ihr dann einen Pudding holen oder so und dann, ja. Habt ihr aufgegessen, den Pudding. Wie viele Spectator hier einfach rumfliegen. Ja, ne? Aber liebe Leute, wir nehmen noch eine zweite Runde auf und zwar auf dem Channel von Liscario. Dann könnt ihr nämlich da drauf gehen jetzt gleich, euren Pudding weiter essen und dann nochmal weitere 4 Minuten genießen. Hey! Hey! Ist das nix? Ja, auf jeden Fall. Hey. Also liebe Leute, dann bis zum nächsten Mal oder so, ne? Hauen Sie rein, machen Sie es gut, Dankeschön an Lissy. Bitte. Und ciao. Tschüss.
Tschüss.